Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FM24. Ich bin Sven, aka Senaref. Ja, ich habe sehr lange Zeit von mir nichts mehr gehört. Ich habe auch sehr lange Zeit von mir nichts mehr hören lassen. Ich muss ehrlich sagen, mir geht es momentan nicht so gut. Deswegen habe ich mir eine längere Auszeit genommen. Wir werden auch den FM24 nicht komplett, also ich werde nicht die Spieltage, die einzelnen Spieltage streamen. Inklusive Transfers machen, das mache ich jetzt nicht. Aber ich zeige euch ganz kurz mal eben die erste Saison. Haben relativ stark angefangen, würde ich sagen. Wir haben viele Unentschieden gegen Mannschaften gespielt, wo wir eigentlich eine Niederlage erwartet hatten. Dann sind wir in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen SV Werder Bremen ausgeschieden. Und haben dann gegen Osnabrück, HSV, ziemlich verloren. Gegen HSV sehr unglücklich. Da hat Nemeth in der 91. Minute leider Gottes das 3 zu 2 gemacht. Wir haben uns da immer wieder zurückgekämpft, haben immer wieder in den Ausgleich erzielt. Leider hat es nicht gereicht. Ja, und dann auch gegen Magdeburg haben wir nicht gut ausgesehen. Auch gegen Braunschweig haben wir nicht gut ausgesehen. Ja, und dann kam dann auch schon die Rückrunde und die hat es dann in sich gehabt. Die haben dann wieder gegen St. Pauli und gegen Schalke 04 super performt und haben dann wieder Punkte geholt, haben gegen Elversberg auswärts ein 1 zu 3 in ein 3 zu 3 gedreht. Ja, und dann gegen Paderborn, ja, da hätten wir eigentlich durchaus auch ein X holen können, aber das sollte wohl nicht sein. Gegen Nürnberg haben wir dann wieder gewonnen, gegen Karlsruhe haben wir dann leider interessanterweise zu Hause auch verloren. Und dann haben wir einen Punkt gegen Hansa Rostock geholt, gegen Osnabrück 3-0 und dann ging unsere Losing Streak los. Und das hat uns dann im Endeffekt in der letzten Saison auf dem, jetzt muss ich gerade schauen, auf den 10. Platz katapultiert. Wir hätten locker auch die oben, also locker. Meiner Meinung nach hätten wir die Losing Streak nicht gehabt, hätten wir die obere Tabellenhälfte erreicht. Vielleicht sogar, wir waren zwischenzeitlich sogar auf dem 3. Platz. Aber es sollte wohl nicht sein. Ja, und dann hat die Saison eigentlich fast ähnlich angefangen, wie die letzte Saison geändert hat. Wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt, vor allem gegen Ajax Amsterdam auch noch gewonnen. Dann haben wir gegen Magdeburg all diese Tugenden liegen lassen, vor allem von Spielern wie Tashi und Aremo, die schon länger beim Verein sind, auch LBD hätte ich einfach mehr erwartet. Auch von Aaron Opoku, also Aaron Opoku hat zwar eine gute Leistung geliefert, aber da war nicht wirklich viel Einfluss drinnen. Und Kenny Prince-Redondo hat sich auch schwer getan. Da haben wir dann, da ist natürlich die kleine Paniksituation entstanden, hier, dass man gesagt hat, ey, jetzt steigen wir gleich wieder ab oder Trainer raus oder sonst was, ne? Naja, dann haben wir drei Runden, drei Spiele mal in Folge gewonnen gehabt. Mit Viktoria Berlin im DFB-Pokal noch dazu. Und dann überraschenderweise mal wieder gegen Hansa Rostock wieder nichts geholt. Und auch gegen Paderborn nichts geholt. Und wir haben uns dann die Aufstellung angeschaut. Und die Aufstellung war halt eine Fünferkette in Form mit dem offensiven Mittelfeld. Also mit der Zehnerposition. Natürlich kann man es auch mit der Sechserposition abdecken, mit Nias oder sonstigen kann. Und irgendwie ist die Leistung der Mannschaft dann immer schlechter geworden im System. Und auch in der Dreierkette mit einem Fünfer Mittelfeld hat es nicht gut ausgesehen. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen umstellen. Wir müssen auf ein 4-2-3-1 oder einem 4-4-1-1 umstellen. Das haben wir dann getan und konnten dann zumindest gegen Darmstadt den überraschenden Tabellenführer, muss man, den Tabellenführer muss man auch noch sagen, überraschend 2-0 gewinnen. Ja. Ich werde euch jetzt ein bisschen den neuen Kader hier zeigen, den ich jetzt habe. Wir haben einen Kaderumbruch machen müssen an einigen Positionen. Tomáš Kubek ist dazugestoßen. Den habe ich als Backup-Spieler für im Tor eigentlich bringen wollen für Julian Kral. Hat dann ja interessanterweise bessere Leistung bis jetzt gezeigt als Julian Kral. Und das hat auch den Grund, dass er ein Führungsqualitäten, also ein Spieler mit Führungsqualitäten ist.
Und sich dementsprechend auch recht schnell in das Team eingefunden hat und viel gute Leistung gebracht hat und gezeigt hat. Julian Gral, man sieht, die Entwicklung ist eigentlich deutlich besser, aber ihm fehlt halt einfach die Führungsqualitäten. Ja. Also das Spiel mit einer auf dem Niveau da schon in Richtung Führungsqualitäten gehen. Da schauen wir jetzt mal, ob wir das noch hinkriegen bei ihm. Und das bremst ihn natürlich aus. Und das bremst natürlich viele, viele einige Spieler aus. Und jetzt gehen wir mal weiter hier mit Jan Elvedi. Das einer unserer Führungsspieler ist, aber kaum Qualität hat. Sieht man auch deutlich. Tut sich halt an einigen Punkten schwer. Aber er ist halt grundsätzlich da. Julian Nies, genau dasselbe, der hat also genau das Gleiche. Er performt nicht so gut in letzter Zeit, aber er hat auch interessant relativ niedrige Führungsqualitäten. Das wird ihn wahrscheinlich ausbremsen, wenn er da nicht daran an sich arbeiten wird. Genauso zeige ich euch jetzt Tobias Raschl und da sieht man halt schon ein bisschen andere Werte, ja, im Bereich der Führungsqualität, auch generell im mentalen Bereich. Und ja, Tobias Raschl performt super bis jetzt. Overall. Ja, Marlon Ripter als Führungsspieler, keine Führungsqualität. Performt aber auch recht okay bis jetzt. Habe ich auch nichts dagegen. Und dann fallen mir genau zwei Spieler in den Tier auf, die eigentlich mehr leisten müssten. Ragnar Ache, overall, super Bewertung, keine Frage. Aber auch hier keine Führungsqualität. Man merkt halt auch immer, die letzten drei Spiele gegen Hansa Rostock und gegen Paderborn und dann auch gegen Darmstadt nicht gut gespielt. Also, um Konstanz wirklich reinzubringen, braucht er die Führungsqualität, sonst wird es nicht gehen. Und dann haben wir hier Aaron Opoku und wir nehmen da gleich mal Richie Montage hier noch mit dazu. Und bei den beiden sieht man, dass die mentalen Werte einfach absolut schlecht sind. Und das kann Kaiserslautern das Genick brechen. Im Bereich Teamwork ist Opoku nicht so stark. Im Bereich der Führungsqualitäten überhaupt nicht. Im Bereich auch hier bei Richie Montage genau dasselbe. Überhaupt nicht wirklich gut. Im Bereich der Kraft hat er Probleme. Und ja, wie schon gesagt, das macht natürlich dann den Anschein, dass wir die beiden wahrscheinlich erst abgeben müssen. Was mich sehr überrascht hat, war Kenny Prince Redondo, weil auch der eigentlich in vielen Bereichen der Mentalität eigentlich Luft nach oben hätte. Aber er hat viel besser performt in den drei Partien gegen Paderborn als die beiden. Und ja, wir haben gesagt, wir wollen natürlich die Qualität steigern. Und da werden viele dann plötzlich drauf kommen, hä, warum spielt ein Spieler, der ein Niveau der zweiten guten Bundesliga hat, besser als ein Spieler, der Richtung Bundesliga-Potenzial gehen könnte oder kann. Ja. Da fangen wir dann gleich mal beim. Ich würde sagen, Frederik Winter. Ich meine, der hat noch natürlich Luft nach oben, ist noch relativ jung. Aber auch im Bereich der Führungsqualität ist es ganz, ganz wichtig, dass er das hat. Wenn er das nicht hat, dann wird er sich schwer tun, dass er sich in der Bundesliga durchsetzen wird. Ja, also, wir haben bis jetzt gegen Darmstadt zuletzt gut performt. Gegen Hansa Rostock weniger, also es sind auch Leistungsschwankungen da. Ne? Das heißt, wenn man wirklich konstante Leistungen haben will bei den Spielern, dann sollte man Spieler nehmen, die wirklich auch die Führungsqualitäten haben. Weil sonst wird es ein bisschen problematisch werden. Allgemein finde ich, haben wir einen recht interessanten Kader. Ich habe jetzt viele, viele Spieler abgegeben und viele Spieler neu dazugeholt. Wir haben aufgrund der letzten beiden Partien, wie wir gespielt haben, hab ich gemerkt, in der Hierarchie, dass wir nur noch einen Führungsspieler haben mit Marlon Ripter und weniger einflussreiche Spieler, also sehr einflussreiche Spieler und viele einflussreiche Spieler, die dann halt ja, irgendwann einmal den Weg hinaufgehen werden. Aber wir haben die Qualität exzessive steigern können. Was die Jugend betrifft, ich kann euch zum Beispiel jetzt nur sagen, nur könnt ihr euch zum Beispiel nur hier Ferran Tuta auf jeden Fall mal empfehlen.
Extraklassenniveau, also wird sie nicht mehr entwickeln, 28 Jahre alt. Da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Zielstrebig, gute Führungsqualitäten, Teamwork-Spieler, passt perfekt. Passt perfekt in die Mannschaft. Hat jetzt im ersten Spiel nicht so gut gespielt, aber ich glaube, er hat aufgrund seiner Mentalität doch der Mannschaft einen Schub gegeben. Haben wir Schaumblum. Und auch der hätte Luft, was die Führungsqualitäten betrifft, nach oben hin. Aber er ist halt noch mitten in der Entwicklung. Also da warten wir noch ab. Und auch bei Afes Aremo Führungsqualitäten nicht vorhanden. Auch das Flair. Das wird ihm so in gewissen Spielen, vor allem in den wichtigen Spielen, wir nennen das, mit dem das den Gas machen. Gut, nehmen wir David Harald her. Er entwickelt sich jetzt auch hinauf, immer mehr und mehr zu einem Führungsspieler. Und ich hoffe, das passt dann auch bei ihm. Könnte Richtung Bundesliga-Niveau gehen. Weiß man noch nicht. Ich habe allgemein im gesamten Kader das Niveau der Bundesligaspieler angehoben, also anheben können. Wir haben ja Nihes und Raschel, da gehört die zehn ja dazu. Frederik Jäckel haben wir geholt von RB Leipzig. Relativ günstig zu haben auch noch, ja? Also für 175.000. Kann man dann entwickeln. Kann man auf jeden Fall, wenn man die irgendwann mal verkaufen sollte, gut viel Geld lukrieren. Aber definitiv ein Gewinn von dem Preis, von der Preisleistung her. Er hat sogar bei RB Leipzig mehr verdient und wollte dann weniger Gehalt haben. Bei uns. Kevin Ehlers habe ich dazu geholt. Bis zur Extraklasse der zweiten Bundesliga sollte passen. Hat noch Luft nach oben, gerade bei der Technik und bei der Ballannahme. Und ja, wir haben uns dann noch hier Jonas David ausgeliehen. Geht auch Richtung Bundesliga-Niveau. Zum HSV geliehen worden. Ja, müssen wir schauen, wie wir da die Einsatzzeiten verteilen. Aber es sind alles Spieler, die man auf jeden Fall holen kann. Zusätzlich dazu haben wir noch Team Handwerker geholt. Entschuldigung, da haben wir Ablöse bezahlt für Nürnberger. Bei mir war extra, stand zuerst das Niveau der Extraklasse oder Bundesliga. Jetzt mittlerweile hat er sich auf gute Spieler der zweiten Bundesliga runtergesenkt. Bei ihm ist es eigentlich nur im Bereich der Entscheidung, im Bereich der Führungsqualität das Problem. Müssen wir schauen, vielleicht geht sich dann noch was aus. Ja, und Cefuic war eigentlich auch ein Bundesliga-Niveau-Spieler und geht jetzt auch auf Richtung Extraklasse zu. Also wir haben hier auf jeden Fall auf der rechten Verteidigungsseite das Niveau gesteigert und steigern können. Auch auf der linken Seite Team Handwerk als Backup-Spieler für Hendrik Zug konnte das die Qualität steigern. Allgemein haben wir, das zeige ich euch jetzt, auch Amino Sieb habe ich mir noch geholt, ne? Leihbasis auch in Stundenbereich mit Bundesliga-Niveau. Wir müssen schauen, wie wir den dann forcieren können. So. Amino Sieb ist es so, oder bei den Stürmer im Bundesliga-Niveau ist es so, je höher der Abschluss wird, desto besser ist es für euch, weil dann könnt ihr den als klassischen Stürmer einsetzen. In meinem Fall will er jetzt Stoßstürmer spielen, aber er hat keinen guten Abschlusswert. Also wir müssen schauen, wie wir das machen. Und ja, Marquez und Luis Görlich, das sind beides Spieler, die aufgebaut werden. Rechts hinten als Backup. Luis Görlich hätte sogar noch die Luft nach oben, was die Führungsqualität betrifft. Da geht doch noch ein bisschen was. Und Michael Marquez, ja, müssen wir schauen, wie wir das bei ihm machen. Wollte halt unbedingt noch einen Spieler haben, den wir da hinten nach, einen jungen Spieler haben, den wir da hinten nachentwickeln können. So, ansonsten, ich finde, wir haben die Qualität gut steigern können und hoffentlich werden wir in der zweiten Saison unser Saisonziel, das Mittelfeld, erreichen. Allgemein gesehen, finanziell gesehen, wir liegen jetzt bei 7,9 Millionen. Haben wir unser Gehaltsbudget, unser Transferbudget haben wir eingehalten. Transferbudget war bei 2,3 Millionen, jetzt sind wir bei 1,2. Das Gehaltsbudget wurde ursprünglich auf 13,1 erhöht vom Vorstand.
Aber wir konnten das Gehaltsbudget sogar senken auf 12,4 mittlerweile. Und damit können wir auf jeden Fall gut wirtschaften. Damit lässt sich auch gut wirtschaften. Wir haben jetzt am Anfang 8,86 Millionen gehabt. Natürlich ist das ein bisschen höher gegangen durch die Sponsorennahmen und durch die Vereinsmitgliederbeiträge und alles und die Dauerkarten. Wir werden wahrscheinlich am Ende der Saison 2025 einen Gewinn, also wenn es so bleibt, wenn man einen Gewinn von 6,3 Millionen erwirtschaftet, damit hätten wir auf jeden Fall schon ordentlichen Gewinn gemacht. Und ja, das wird auf jeden Fall, könnte auf jeden Fall ein super, super Jahr werden. Grundsätzlich sollten wir immer so schauen, dass wir so wirtschaften, dass wir die Gewinne halt erhöhen. Und ja, Transferbudget liegen wir jetzt bei 1,2. Das können wir einsparen und theoretisch, wenn es passt, Ende der Saison würden wir nochmal 1,49 Millionen kriegen. Denke ich mal, wird das nochmal angepasst werden. Vom wirtschaftlichen Sinne her optimal gelegt. Kann euch nur empfehlen. Ja, wir haben einige Klauseln. Wir haben viele Klauseln jetzt dazu gekriegt. Wir müssen jetzt einige Jahre noch die Raten zahlen, die wir da jetzt den Vereinen schuldig sind. Aber allgemein gesehen ist es für den Verein besser so, wenn wir mit die Klauseln, mit den Ratenzahlungen eben verharren und schauen, dass wir konstant immer gute Leistungen bringen und am Ende der Saison hoffentlich dann das Saisonziel erreichen. Und ja. Es ist auch nicht viel, was wir zahlen müssen an Raten. Im Grunde genommen haben wir hier Transferschulden in der Höhe von 2,1 Millionen Euro. Wenn wir aber jetzt einen Plus machen von 6 Millionen Euro oder wirtschaften, ist das jetzt nicht so tragisch, wenn wir weiter abbauen und die Schulden und Kredite, die noch offen sind, die sind dann auch noch zum Abbauen. Also, da habe ich euch eine Möglichkeit gezeigt, wie man den Kader verbessern kann. Natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt in die Bundesliga aufsteigen könnten. Theoretisch noch nicht. Aber der Weg ist schon mal der richtige. Dann gehen wir zur Transferchronik. Wir haben 4,5 Millionen Euro ausgegeben insgesamt für die Zugänge, haben aber Abgänge von 2,4 Millionen Euro gehabt. Das ist zwar ein in der Differenz ja, von 2,1 Millionen Euro und immer noch praktisch ein Minus, was wir gemacht haben. Wir haben auch davor noch ein Minus gemacht, aber wir mussten halt zulegen. Und die schauen halt immer drauf, dass wir finanziell so aussagen können, dass wir halt, wenn wir schon zugehen, also neue Spiele holen, dass wir entsprechend auch finanziell so aufgestellt sind, dass wir das ohne Probleme abfedern können. Wir haben bei Boris Domiak, Kevin Kraus jeweils noch recht gute Ablösesummen bekommen. Dann den Hanzig haben wir auch abgegeben. Kevin Kraus war eben so ein Risiko mit der Abgabe, weil wir haben viele Führungsspieler verloren. Henrik Zuck ist ja gegangen zu 1860 München. Gene Siemer ist gewechselt. Und wir müssen jetzt natürlich ein bisschen damit aushauen. Das heißt, ihr müsst halt immer schauen, wenn ihr halt das Geld, was ihr da habt, zur Verfügung habt, so einplant, dass ihr ausgeben könnt, dass ihr die Position und zwar wieder bedecken könnt, müsst ihr halt trotzdem schauen, dass wir genügend Führungsspieler in der Hierarchie haben. Da sind wir jetzt momentan ein bisschen hinten nach. Das heißt, Malon Ritter sollten wir jetzt nicht verkaufen. Tashi und Aaron Opoku werden wir wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Wir hoffen halt, dass wir Kenny Redondo sollten wir eigentlich abgeben, ja. Aber ich hoffe eigentlich, dass wir mit Julian Gral noch einen sehr einflussreichen Spieler dazu kriegen werden. Und dass einer der beiden, bis Rasche wird wahrscheinlich noch zum Führungsspieler avancieren. Und wir müssen schauen, dass wir auch viele, viele, viele Spieler holen, die Führungsspieler sind. Das heißt, eine gute Mischung macht es aus. Und ja.
Also so viel zu dem Kader, den ich euch jetzt gezeigt habe. Zeige ich euch den Jugendkader. Und der gibt uns leider nicht viel her. Geben uns leider nicht viel her. Wir haben momentan mit Emmet Basenach und mit Sean Bloom zwei Spieler in dem Kader, die das die Qualität haben könnten. Aber sicher ist es nicht. Bei Moskau Prokopchuk müssen wir noch schauen. Stavridis, ja, ist das zweite Jahr in Griechenland. Scheint aber nicht die Qualität dazu zu haben. Also, ja. Da müssen wir halt noch schauen. In der U19 sind ein paar interessante Talente dazugekommen. Ja. Wird aber noch dauern, bis wir diese Talente dann entsprechend entwickelt haben. Also, ja, das müssen wir schauen, wie sich das dann, wie wir das dann machen werden. Gut, wenn euch dieses Video gefallen hat, meine Lieben, lasst euch, könnt ihr mir gerne ein Feedback da lassen. Ja, es ist nur so ein bisschen der Einstieg zu Kaiserslautern im FM24. Und was wir für Möglichkeiten haben. Ich habe gesehen, dass Touré neu dazugekommen ist bei Kaiserslautern im Redive. Den habe ich zwar, den habe ich nicht rechtzeitig scouten können, aber im Nachhinein betrachtet habe ich dann gesagt, nein, wir werden den nicht nehmen. Ein Liga-Konkurrent hat sich den geholt. Ich weiß jetzt gar nicht wer. Ich glaube, das war ein Mami Touré war das, glaube ich. Ich glaube Schalke. Ja. Hat aber recht interessante Werte jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber auch im Bereich der Führungsqualität genau dasselbe sind wieder. Und im Bereich der Übersicht ist es ein bisschen problematisch bei ihm. Er hat auch bis jetzt bei Schalke noch nicht einen Einsatz gehabt. Spielt natürlich in der Bundesliga, keine Frage. Aber ja. Schalke hat es übrigens wieder in der Bundesliga geschafft bei mir. Die haben ihre Schulden, also da stand vorher noch Insolvenzverfahren, es dürfte wohl ein Kreditgeber gekommen sein oder ein Investor gekommen sein, der Schalke aufgefangen hat. Ja, keine Ahnung, wie sich das da entwickeln wird bei Schalke. Aber ja, gut. Dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.